Klick vor Blick. Heute möchte ich euch ein bisschen was erklären, warum der Klicker ein gutes Hilfsmittel ist oder nicht. Das klären wir jetzt einfach mal. Dafür habe ich Helge mitgebracht, auch die Finja. Wir werden jetzt aber erstmal einen kleinen Schattenplatz aufsuchen, weil es nämlich warm ist. Und ich werde euch jetzt ein bisschen was über den Klicker erzählen. An sich wisst ihr ja selber, der Klicker ist jetzt ja ein Asbach-uraltes Hilfsmittel. Heute erzählt man so ganz gerne, dass es das Hilfsmittel überhaupt ist. Ja, das ist so diese Trainieren auf neuesten Stand der Wissenschaft, positiv gestalten, richtig einfangen und so weiter. Ja, das ist in dem Moment auch gar nicht falsch. Ich finde wirklich, es ist ein gutes Hilfsmittel. Nur will ich heute mal ein bisschen über die Praxis Alltagstauglichkeit mit dir darüber sprechen. Der Klicker ist im Grunde genommen einfach nur ein Hilfsmittel, um richtiges Verhalten im richtigen Punkt einzufangen. Was ist aber hier der erste Step zum Beispiel, um das einen Hund auch richtig beizubringen? Weil viele klicken dann da rum und machen irgendetwas, aber das funktioniert natürlich so auch nicht. Man braucht natürlich auch eine gewisse Vorarbeit. Um Verhaltensweisen auf den richtigen Punkt zu treffen und seinen Hund genau zu belohnen, wie zum Beispiel bei der Fremdhundebegegnung, der sieht einen Hund, orientiert sich rum, und ich klicke da rein und sage, genau das ist, was ich will, ist sehr, sehr gut. Ich erkläre euch mal ganz kurz die ersten Schritte mit Hey Hey, wie man das aufbauen kann. Eigentlich ganz simpel, man nimmt jetzt einfach nur Futter, ja, zeigt das. Finja, geh mal weg. Ja, man nimmt das Futter, zeigt das und jetzt klick und rein. Eigentlich ganz simpel. Also, ich zeige das Futter, da und klick und gib's rein. Zeige wieder das Futter. Klick und rein. Nee, Finja, du bist nicht dran. Also, das bedeutet, ganz simpel, der erste Schritt mehr will ich noch gar nicht. Ja? Ich klicke und Futter rein. Ich klicke und Futter rein. Ganz simpel zum Anfang. Klick, Futter rein. Jetzt lernt der Hund, also hey, hey, Klick bedeutet Futter. Klick bedeutet Futter. Klick bedeutet Futter. Klick, 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 klick. Mehr will ich ja erstmal gar nicht. Das heißt, ich muss 100 Mal mindestens wiederholen, damit das Gedächtnis versteht, dieses Klickgeräusch, ja, hast du gut gemacht, bedeutet etwas Positives sowie Futter. Und dann kann ich langfristig natürlich dann halt Verhaltensweisen, die ich haben will, zum Beispiel, pass auf, wir machen jetzt mal spaßeshalber so, ich nehme das jetzt so vor mir hier, ah, das wollte ich haben, und zwar das Hinsetzen. Später koppel ich ein Signal drüber. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Jetzt wollen wir aber gucken, ist das jetzt alltagstauglich oder nicht? Und ich finde, in einer Therapie, wenn man mit einem Hund zielgerichtet irgendwo trainiert, ist das wirklich ein super Tool. Habe ich sehr, sehr gerne, arbeite ich sehr, sehr gerne mit, weil man punktgenau richtig treffen kann. Das Ding ist emotionslos, hier stecken keine Stimmlagen hinter, okay? Sondern das Ding ist wirklich geil. Aber im Alltag das immer dabei zu haben, wirklich genau die ganze Zeit zu beobachten und so weiter, finde ich hier wieder sehr, sehr kritisch. Warum? Vielleicht, weil ich ja auch zu blöd bin, das Ding immer einzustecken oder so. Deswegen arbeite ich lieber mit Markern. Und ein Markersignal ist nichts anderes wie so ein Klicker. Und da sage ich zum Beispiel, also ich sage bloß einfach immer, jawohl. Ja, und da seht ihr, sofort ist hey, hey, da, nochmal, jawohl, das kennt er nämlich, deswegen belohne ich ihn jetzt auch, weil er da hinguckt. Warum nehme ich das lieber? Weil das ich bin, also ich bin dabei. Natürlich kann ich hier eine Tonlage vielleicht nicht ganz ideal treffen, aber Hunde sind auch nicht doof. Ja, das heißt, ein Klicker oder ein Markersignal sind absolut sinnvoll im Hundetraining. Das bedeutet, dass wir punktuell im Timing das richtige Verhalten einfangen, belohnen. Also als Beispiel jetzt, ich mache jetzt hier nochmal Nase aktivieren, Hand hoch. Jawohl, das wollte ich haben. Diese Form, also diese Körpersprache, das, was er da zeigt. Und dann belohne ich das auch. Wir nennen das halt einfach Marker oder Markersignal. Und das erkläre ich unseren Kunden auch. Ein Klicker ist geil, aber ganz ehrlich, dann hast du den unterwegs vergessen. Dann brauchst du dieses Geräusch. Ist blöd. Deswegen finde ich, ist ein Markersignal viel, viel besser. Nichtsdestotrotz kann man einen Klicker anwenden. Alle da draußen, die sagen, das ist doch aber ein super Hilfsmittel, ist auf dem Neuesten. Ja komm, das ist nicht das Neueste. Damit hat man schon vor 100 Jahren Delfine trainiert, sage ich jetzt mal. Ja, es ist geil, aber ein Markersignal finde ich für den Alltag viel, viel besser. Deswegen lernt das, euren Hund wirklich über ein bestimmtes Signal richtiges Verhalten zu bestätigen, und dann kann die Belohnung kommen. Was kann die Belohnung sein? Futter, streicheln, nette Worte spielen, whatever. Aber Klick vor Blick ist gut. Bis dahin, zum nächsten YouTube-Video. Macht's gut und ciao.